gestatten, Tamara de Lempicka, Porträtmalerin aus Leidenschaft. Tamara ist die berühmteste und zugleich unbekannteste Künstlerin. Viele haben ihre Kunst gesehen, aber kaum einer weiß, wer sie ist. Die Leute können nicht sagen, wer sie war. Sie wissen nichts über ihr Leben, ihr Leiden oder die Details in ihrer Kunst. Da gibt es Leute, die sagen Tamara Lempicka oder Lempitschka oder Lempitzka, was auch immer. Ich bevorzuge Lempicka, de Lempicka. Tamara ist ein Universum. Sie ist Polin, aber auch Russin. Sie hat lange in Paris gelebt, wurde dann Amerikanerin und ist schließlich nach Mexiko gezogen. Sie war polyglott und kosmopolitisch. Und das schon vor 100 Jahren. Sie war die erste Instagrammerin. Tamara hat Instagram gemalt. In ihren Werken präsentiert sie uns, wie sie sich selbst und die Welt gesehen hat. Ich bin die Königin der Moderne. Bis heute fasziniere ich mit meinen Bildern die Schönen und die Reichen. Madonna, Streisand, Nicholson. Tamara war ein Ungeheuer und gleichzeitig war sie eine außergewöhnliche Erscheinung. Sie war wie ein Hollywood-Star, so spektakulär. Und Sie erwarten jetzt eine übliche Fernsehbiografie, aber ich bitte Sie, eine Frau wie ich, die hat doch ihr eigenes Format. Wenn es sie nicht gegeben hätte, müsste sie jetzt erfunden werden, denn alles, was Frauen heute einfordern, hat sie sich genommen. Und darum erzähle ich Ihnen jetzt meine wahre Geschichte. Es haben sich schon viele an mir die Finger verbrannt. Mein Motto war, es gibt keine Wunder. Es gibt nur das, was man selber macht. Also, vámonos!